strahlende Kindergesichter, sportliche Aktivität und ein nettes Beisammensein. Das ist die Weihnachtsfeier des BTTC Grün-Weiß. Ja, also es ist eine schöne Zeit, vor allem weil es nur einmal im Jahr ist und auch eine der schönsten Jahreszeiten. Am zweiten Adventswochenende treffen sich die jüngsten Mitglieder des Tennisclubs im Vereinshaus, um gemeinsam die Weihnachtszeit einzuläuten. Doch Tennis steht heute nicht auf dem Tagesplan. Also als erstes haben wir Plätzchen gebacken. Gemeinsam verzieren die Kinder ihre Plätzchen, wobei ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Die Tische wurden liebevoll vom Elternbeirat mit weihnachtlicher Dekoration hergerichtet. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Kinder auch noch mal was vom Verein noch ein bisschen zurückbekommen. Nicht nur die Zeit zum Tennisspielen haben, sondern auch mal die Zeit untereinander. Dann sind wir mit dem Bus in die Boulderhalle gefahren. Und in der Boulderhalle sind wir halt geklettert und haben auch ein paar Challenges gemacht. In der Boulderhalle Südblock geht es dann für die jungen Sportlerinnen und Sportler nach einer Einweisung und kleiner Aufwärmung an die Kletterwände. Für viele Kinder ist es etwas Besonderes, zusammen mit ihrem Verein bouldern zu können. Ich finde es halt sehr toll, mit den ganzen BTTC-Kindern dahin zu gehen und schön Spaß zu haben. Das Besondere ist, dass wir eigentlich bei solchen Veranstaltungen versuchen, nicht Tennis zu spielen, sondern andere Dinge zu unternehmen, dass die Kinder andere sportliche Aktivitäten wie heute das Klettern wahrnehmen können und auf jeden Fall abseits ihrer Trainingsgruppen auch zusammenkommen. Und jetzt sind wir halt wieder beim BTTC und essen Würstchen. Zurück im Vereinsheim kommen nun auch die Eltern dazu und mit einer Bratwurst sowie Stockbrot am Lagerfeuer lässt der Verein den Tag gemütlich ausklingen. Dem BTTC Grün-Weiß ist es wieder einmal gelungen, die Gesichter der kleinen und großen Mitglieder bei sportlichen Aktivitäten und einem weihnachtlich netten Beisammensein strahlen zu lassen.